Welcome back, liebe Survival-Fans da draußen vor eure Bildschirmen zu einer weiteren supersonigen Folge Survival Fountain of Youth. Schön, dass du da draußen wieder mit am Stissel bist, denn wir werden heute ja mal so ein bisschen auf Abenteuertour gehen, hätte ich gesagt. Wir haben uns ja in der letzten Folge gut vorbereitet. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Wasser noch mit dabei. Wir haben noch ein bisschen Spiegeleier am Start. Dementsprechend können wir jetzt auch mal ein bisschen spazieren gehen und uns einfach mal so ein bisschen umschauen. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal so in diese Richtung. Und dann gucken wir einfach mal. Wir lassen einfach mal so ein bisschen auf uns zukommen. Nehmen natürlich mit, was geht. Wir hatten ja das Inventar weitgehend aufgeräumt. Bisschen Platz haben wir noch. Das heißt, wir können hier alles mal mitnehmen. Eigentlich, weiß gar nicht, habe ich noch einen langen Stock? Hätte ich noch. Müsste ich tatsächlich noch einen langen Speer bauen. Aber der kostet mich natürlich wieder Zeit. Ich will jetzt eigentlich schon mal tagsüber einfach mal so ein bisschen rumstreuen. Bisschen Holz in der Speer. 40 Minuten. Ja, noch habe ich einen am Start. Wenn es ist, kann ich immer noch hier auf mein kleines Messer umschwenken. Sollte ich den Speer irgendwie durch einen verfehlten Wurf verlieren. Jetzt würde ich mal sagen, ja gut, so die ganzen Sticks und alles, was so lose da liegt, nehmen wir natürlich mit. Wir räumen hier den Strand auf, Leute. Wir machen hier einen auf Hausmeister Krause. Ordnung muss sein. Wir pflegen damit im Grunde unser Inventar, ne? So, können den Waschlappen da hinten noch wegmachen. Oder den Waschbär, was ich ja eigentlich dachte, dass es ein Waschbär wäre. Aber nein, es ist ja ein, was war das, Kurzohrfuchs? Na, komm mal ran. Ups. Ah, ich habe sogar schon zwei Speere. Habe ich mehrere Speere gemacht? Ach, das weiß ich schon gar nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Hier nehmen wir auf jeden Fall mal eine Kostprobe mit. Einfach, dass wir es haben. Kamille. Damit können wir uns dann einen schönen Kamillentee machen. Den brühen wir uns dann auf am Lagerfeuer. Als dann Abend wird, die Abenddämmerung hereinbricht, gönnen wir uns einfach einen Kamillentee. So. Hier war ein Höhleneingang, ne? Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, noch ein Stück weiter, glaube ich. Ja, noch ein Stück. Ein kleines Stück weiter. Ich muss auch gucken, ne? Ich muss immer eigentlich wieder hin und wieder mal Schatten aufsuchen. Ich darf hier gar nicht so rumrennen. Ist nicht gut für meine Haut, sonst wird sie ledrig. Lapprig, ledrig. Aber es ist ja an sich ein bisschen bewölkt. Also so stark scheint sie doch eigentlich gar nicht. Aber gut, die UV-Strahlung hier in der Karibik ist natürlich nochmal ein bisschen eine andere. So, ab in Schatten. So, das ist besagte Höhle. Hier wollte ich rein. Jetzt nehmen wir erstmal hier alles auf. Nimm den Brief. Skorpione! Aber no problemo. Speer regelt. So, drei Stück. Oder noch irgendwo ein vierter oder so? Nee, ich glaube drei sind's. Ah, die kann ich gleich so mitnehmen, sehr gut. Auf dem Schrott noch. Was krieg ich da nochmal raus? Ah, nur Äste, ne? Okay, so viel Stuff.
weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist nochmal ein Haufen Schrott hier mit dem Brief von Bronze. Und Juan. Warte, der hat hier gut was gesammelt, ne? Das nehme ich natürlich alles mit. Wo ist das? Der Toberinde. Oh nein, ich bin echt überladen? Laber nicht. Was ist denn da jetzt so schwer? Ich kann doch eigentlich bis 46. Was soll denn das jetzt? Nochmal eine Kokosnuss wegschlürfen. Kann an sich nicht schaden, ne? Gönnen wir uns hier nochmal ein Ei. Was ist hier so verdammt schwer? Ja, okay, wir haben jetzt hier schon von diesen Blättern 7 Kilo. Der Fuchs, ne? Scheiß auf den Fuchs, den brauchen wir nicht. Den lasse ich hier. Mein Haustier, mein totes. So, gucken wir mal hier rein. Unvollständige Karte der Region. Also wir haben ja nicht bestimmt, eine Karte der hiesigen Meere zu vollenden, aber sie könnte sich nützlich erweisen, um den Ort zu finden, an dem die Santiago gesunken ist. Ein paar Meilen südlich von dieser Insel. Vielleicht gibt es dort noch etwas Brauchbares. Ponce de Leon. Verzeiht. So, was haben wir hier? Wasser des Lebens. Wasser des Lebens. Eine Flasche mit Wasser aus dem Jungbrunnen. Wenn du sie benutzt, verringert sie den Gesundheitsnachteil, der durch den Status dem Tod nahe ausgelöst wird. Ausgelöst wird. Ja, passt sogar. Das heißt, ich wäre dann wieder vollkommen gesund. Ah, ich würde sie noch aufbewahren. So, Notiz zu dem Wasser. Lesen wir uns auch noch durch. Ich lasse die Flasche Wasser des Lebens hier, damit die Person, die sie findet, ihre Gesundheit wiederherstellen kann, falls ihr Schiff strandet. Viel Glück, mein Freund. Na gut, dann schauen wir mal, was jetzt hier abgeht. Our Captain Juan Ponce de Leon also survived the shipwreck. Sea currents brought him to this same island just a bit earlier before my awakening. He located the grotto and made it his temporary shelter. Then he started to act quickly and decisively. After building up the temporary camp, the captain began to explore the island. He named it the Island of Hope. During another trip, he heard distant cannon shots. It was a signal from one of our ships. The captain left this note, then hurriedly packed up and sailed toward the sound of the cannon fire. He was in a rush to help his crew. Running quickly, he forgot his spyglass on the other side of the island. If I find it, I will be able to look around the island. Brief von Ponce. An alle, die dies lesen. Ich bin Juan Ponce de Leon, Leiter der Expedition, die diese Insel erforscht. Ich habe den Schiffbruch nur knapp überlebt und bin in einem Rettungsboot hier angekommen. Hinterlasse diese Nachricht für den Fall, dass jemand aus meiner Mannschaft auch überlebt hat. Ich habe einige Tage damit verbracht, diese Insel zu erforschen. Und hinterlasse hier in dieser Grotte eine grobe Karte und meine Notizen über die Insel. Die Insel ist unbewohnt, aber voller wilder Vögel und Tiere, also sei vorsichtig. Ich habe Ruinen und andere Spuren einer alten indianischen Zivilisation gefunden. Heute Morgen habe ich eine kleine Insel in der Bucht im Osten erkundet und hörte entfernte Kanonenschüsse. Das muss ein Signal von einem unserer Schiffe sein. Scheint sich nahe genug an der Insel zu befinden. Mein Rettungsboot ist noch intakt, also werde ich sofort dorthin fahren, um die Überlebenden zu finden. PS. Kurz vor dem Ablegen ist mir aufgefallen, dass ich mein Fernrohr an der Stelle vergessen habe, an der ich die Kanonenschüsse gehört habe. Du kannst das suchen. Es befindet sich an einer auffälligen Stelle mit vielen Glühwürmchen.
Wenn du es findest, empfehle ich dir, dich bei klarem Wetter gut umzuschauen, bevor du mir folgst. Das alte indianische Observatorium auf dem Gipfel des Berges wäre der perfekte Ort dafür. Es ist leicht zu finden. Das weiße Symbol oben ist von fast überall zu sehen. Der Juan! Hier hat er sich niedergelassen. Hier hat er sich mal kurz ausgeruht, zusammen mit seinen Skorpionen. Ponce de Leon markierte die ungefährdere Position zweier Frischwasserquellen auf der Karte. Die Grotte an der Küste und der Ort, in dem er sein Fernglas verlor. Die Schrift sagt, dass das Fernglas an einem Ort verblieb, an dem man nachts Glühwürmchen sehen kann. Okay, die sehe ich dann nur nachts. Hier haben wir Frischwasser. Hier ist das Fernrohr. Hier ist auch nochmal Frischwasser. Was ist das? Das ist diese Grotte. Okay. Alles klar, Juan. Ich suche dein Fernrohr. So, ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr zu holen. Aber das war jetzt eh eine gute Ausbeute, sage ich mal. Ich muss hier jetzt nur ein bisschen aufpassen. Es ist ziemlich dark. Ich glaube, hier sind dann noch mal ein paar Scorpions, ne? Da kein Bock reinzulaufen. Ich sehe sie da vorne schon. Wenn ich jetzt hier durchlaufe, kann die ja eigentlich ignorieren. Kann die nicht mehr viel tragen. Alter, es ist hier dunkel. Immer schön auf den Boden achten. Schön den Kriechtieren ausweichen. Ich hätte nur einer erwischt. Dann ist aus die Maus. Schicht im Schacht. Nein! Ich bin so dumm. Aha, hat mich erwischt. Ich dachte, das war schon die Gefahrenzone. Ich war schon durch, aber nein. Da war noch ein kleiner. Immer Status hier. Natürliche Erholung habe ich noch drin. Ich glaube, das war kein giftiger Skorpion. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Was macht eigentlich das Wetter jetzt? Umschlagen? Gar keinen Bock drauf. Was soll der Scheiß? So, Pallen brauche ich nicht. So, der nächste Step wäre im Grunde wieder einmal hier nach oben zu wandern. Nur mal schnell die Karte anschauen. Ich habe halt einfach noch gar nichts aufgedeckt, so wirklich. Irgendwo hier ist das Fernrohr oder was? War denn das Fernrohr? Das wird noch interessant. So, kann ich jetzt hier noch irgendwas gebrauchen? Es wird eh dunkel. Okay, wir gehen nach Hause. Und dann können wir jetzt, während es dunkel ist, nochmal ein paar Sachen craften. Schlafen müsste ich tatsächlich auch. Ein halber Baumstamm würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen, aber dafür brauche ich die Schaufel. Wir bringen erstmal den Stuff nach Hause. Leere ich mich wieder ein bisschen aus, damit ich nicht so übertrieben schwer bin. Ja, viel kannst du ja nicht machen am Tag, ne? Tag vergeht schneller, als man denkt. Jetzt habe ich noch nicht mal irgendwie groß was gecraftet. Es waren nur einmal 5 Minuten eine Kamille gepflückt. Mehr, glaube ich, habe ich ja gar nicht gemacht, ne? Oh nein. Es sieht nach Regenwetter aus. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. So, das weg. Kokosnuss können wir auch mal reinwerfen. Obwohl, ja doch. Kamille rein, das hier rein. Ende behalte ich mal. Kann ich eigentlich auch irgendwie so halberts die Sachen rüber? Halten, um alle zu bewegen und bewegen. Okay, einfach so. Hätte gesagt, so eine Handvoll. Reicht erstmal. Von allen.
Kokosnuss, Eier, Butter, ist da. Was sind wir denn jetzt? 28 Kilo ist eigentlich schon noch ein bisschen viel. Ja, Stein mal noch einen weg. Können wir auch nicht auch noch wegmachen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, für was brauchen wir noch gelbe Blätter? Die Steinaxt? Ja, die brauche ich. Ja, glaube ich, passt soweit. Ich glaube, soll ich noch schnell schlafen gehen, bevor es anfängt zu pissen? Ich speichere mal schnell. Ach, geht ja nicht. Geht ja nur mit Beenden zeitgleich, ne? Wenn ich jetzt penne... Ich wollte mir jetzt eigentlich noch während der Nacht eine Rüstung craften. Ich bräuchte halt eigentlich... dieses eine... Bauteil da. Damit ich überdacht bin. Das wäre so unfassbar wichtig. Aber dafür fehlen mir immer noch die Lianen. Hütte. Achso, nein. Aber grundsätzlich gar nicht schlecht, oder? Schlafplatz mit Schutz vor Sonne und Regen. Da brauche ich auch Lianen. Für alles brauche ich diese dämlichen Lianen. Ich muss echt nochmal auf die Suche gehen. Das kann doch nicht sein, dass ich die nicht finde. Ich versuche jetzt mal zu pennen. Ein paar Stunden wenigstens. Brauche noch ein bisschen Energy. Es reichen mir 4 Stunden. Und machen wir 5 Stunden. Nein! Und ich bin komplett durchnässt. Gott verdammt. Wieso? Na ja, gut, dann craften wir jetzt den Rest auch noch fertig. Vielleicht hört es dann auf zu pissen. Ich hoffe, ich kriege keine Erkältung. Wo gibt es denn jetzt? Genau das hier suche ich. Sonnenschutz. 5 schmale Blätter. Brauchen wir schmale Blätter. Jetzt kann ich eh wieder rausgehen, ist wurscht. Ich bin eh schon komplett nass. Oh, jetzt viele schmale Blätter. So, da würde ich mir wenigstens, dass ich von der Sonne ein bisschen mehr geschützt bin, hier mal das Zeug zusammen craften. Ja, natürlich, es ist dunkel, dementsprechend Verletzungsgefahr. Mist. Ja, egal, ich probier's mal. Ich werde mich jetzt eh verletzen. Weil ich will ja die ganze Rüstung craften. Ach, geht gar nicht. Platzsandalen, ey. Tragbare Kisten. Fügt der Tragekapazität 10 Einheiten hinzu. Ja, grundsätzlich nicht verkehrt, ne? Aber wir machen jetzt erstmal das hier. Dann brauche ich eh schon wieder Blätter. Komm hier nicht weg. Ich muss Lianen finden. Ich komme einfach nicht drum rum. Ich muss nochmal tief in den Dschungel wandern. Ein bisschen mehr Schutz wenigstens. Ist schon mal ganz gut. Speere habe ich 2. Ich tausche mal aus, dass der fast kaputte dann gleich kaputt geht. Energie habe ich 56. Als ist die Dunkelheit vorbei. Was können wir denn noch craften? Ich muss irgendwie die Zeit umbringen. Ich doch nochmal schnell Blätter holen. Weil jetzt habe ich kein... Doch, ich habe noch 9. Geht da noch was? Sandalen? Nee, da fehlen mir jetzt Breitblätter. Dafür fehlt mir auch ein Breitblatt. Kiste brauchen wir nicht, Zaun brauchen wir nicht, irgendwas Sinnvolles hier drin. Hohler Baumstamm, wozu? Knochenmesserklinge. Ach, wisst ihr was? Was kostet eigentlich die Werkbank? Sind die schon frei? Nee. Was fehlt, Lianen? Ah, es hört auf zu pissen. Oh, chillig. Ich kann noch mal ein bisschen pennen. Oh nein. Bin eingeweicht. Kann ich jetzt nicht schlafen? Ist mir wurscht. Ich penne auch eingeweicht. Ist mir egal. Wir pennen noch mal 2 Stunden. Das geht schon klar so, ne?
Nice, Leute. Okay, cool. Essen habe ich, trinken nehme ich jetzt mal. Nehme ich jetzt nochmal so Kokosnusswasser mit. Dafür brauche ich die grüne, ne? Okay. Das heißt, ich kann die eigentlich da lassen, nehme dafür die grüne mit, kann, während ich jetzt unterwegs bin, craften. Ei lassen wir nochmal da. Wäre an sich nur Spiegelei. Kann man mal gleich reinzimmern. Bringt ja auch ein bisschen Durst. Dann habe ich ein aufgeräumtes Inventar, da würde ich sagen, ich muss die jetzt unbedingt Lianen finden. Alles weitere, was ich craften möchte, funktioniert nur mit den Lianen. Ich muss diesen Schritt jetzt wagen und in den tiefen Dschungel eintauchen. Was haben wir eigentlich hier noch? Jo, ein Leibbrot, nehmen wir doch. Das nehmen wir doch mal gerne mit. So. Ich brauch Lianen. So, schön langsam hier durch. Nicht zu überstürzen. Da, ich hör's schon. Wo denn? Was? Wer alles? Was bist du denn? Dumme Sau. Okay, wir haben hier nochmal so ein paar Kurzauffüchse. Was war das, ein Affe? Vorsichtig, hier ist irgendwo noch. Was ist diese Schlange? Ich habe Angst vor der Schlange, die mich beißt. Was ist das? Da hinten, oder? Total unauffällig, ne? Okay, ich glaube, die Sau an sich macht nichts. Brauchen wir jetzt keine Probe mitnehmen, haben wir schon. Keine Zeit verschwenden. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mitgenommen, oder? Nehmen wir nochmal schnell so ein Breitblatt mit. Muss tiefer rein in die Scheiße hier. Das war eine schöne Geräuschkulisse, muss ich sagen. Gefällt mir. Okay, das ist wieder hier die kleine Sau. Bringt mir bestimmt richtig viel Fleisch. Okay, ich höre Moskitos. Also in der Demo war es wesentlich einfacher, Lianen zu finden. Also, wenn du schon zu mir willst, nehme ich dich frei. Mist. Das war wohl nichts. Langsam. Schmetterlinge. Was ist das hier? Dreck? Wo ist jetzt mein Speer? Das ist so eine Art Weg. Gestein. Schrott. Oh mal, wo ist denn jetzt mein Speer gelandet? Einen habe ich noch, oder? Einen habe ich noch. Dann ist Schluss. Mist. Oder ist jetzt kaputt gegangen? Kann natürlich auch sein, ne? Der war schon fast durch. Gib mir Lianen. Sehe aber auch nichts, du. Rennesseln. Umschneiden. Keine Ressourcen. Oh.
Jetzt bin ich dann wieder im Kreis gelaufen, ne? Hier wird auch nichts angezeigt. Super ärgerlich. Wie komme ich denn da ran? Sind das hier für Bären? Kann ich da mal dran knabbern? Ich will die jetzt finden. Kostet es, was es wolle. Ich jetzt drauf gehe. Mal hier lang strahlen. Was ist das? Jawohl. Moment, erst Umgebung sichern. Erst die Umgebung sichern. Sieht echt alles ein bisschen anders aus als in der Demo. Ich höre schon wieder Schlange. Okay, ist das so eine Boss-Sau? Oder kommt die da gar nicht runter? Ist mir egal. Ich will nur Liane. Gib mir einfach alle. Alle. Was zum... Du Ekelhafter! Was soll der Scheiß? Okay, ich habe jetzt gar nicht so viel Schaden genommen. Du willst es wissen, oder? Du willst um diese Lianen kämpfen? Dann kämpfe! Dumme Sau. Ja, noch eine Schlange. Wo? Kumpel. Können auch Freunde sein eigentlich. Aber du hast mir gerade den Krieg erklärt. Oh Gott. Messer. Ah. Komm her, du Sau. Alter. Messer ist auch down. Gib mir mein Speer. Habe ich mein Speer wieder? Ja. Oh, Bruder. Wie viel hält das Viech aus? Geh weg, Schlange. Ich glaube, ich sterbe jetzt, Leute. Ich habe den Lianenbaum gefunden. Habe ich nicht noch... Kann ich mich mit diesem einen Trank heilen? Krieg ich kurz mal Luft zum Atmen? Wo ist mein Trank hier? Verwenden. Okay, hat was gebracht. Sehr gut. Okay, komm ran da. Kann auch aufladen. Gib ihm. Gib ihm. Boah, der hält aber super viel aus. Alter. Das war nur ein normales... Oh, Eda, was ist da alles drin? Was ist da alles drin? Gesamtgewicht. Achso, das ist meins. Okay, ich dachte, das alles wiegt zu viel. Alles entfernen. Nein, ich habe kein Messer mehr. Erstmal das Wichtigste. Alle acht, sofort. Ich hab Lianen. Ich hab Lianen. I'm so happy. Okay, Steinschneider. Wo war denn der? Hier. Craften. Natürlich nehme ich das hier mit, Leute. Ich kann es doch jetzt hier nicht rumliegen lassen. Ich habe gekämpft bis zum bitteren Ende. Ich werde wahrscheinlich eh nicht alles tragen können. Nicht ausreichende Haltbarkeit des Werkzeugs. Alter. Okay, wir canceln. Da ein bisschen weg von dem Gedärm. Tierische Fette noch ein bisschen weg. Reicht das? Nein, das war der falsche Knopf. Reicht das jetzt vielleicht? Auch nicht. Es reicht einer nicht aus. Ich will alles mitnehmen. Okay, die Trophäe. Auch nicht. Immer noch nicht. Alter. Ruhe, Eingeweide, Alter. Krass. Okay, Gewicht passt. Werkzeug ist schon wieder down. Was haben wir hier? Haufen Schrott. Was sagt die Zeit? Kurz vor Sonnabend. Oh, cool. Rohrkolben. Könnte ich mir auch mal ein. Ich bin der König des Dschungels. Naja, war nur ein Wildschwein, Leute. Darf ich mir jetzt nichts drauf einbilden. Todeskappe, Alter. Was bist du? Nur der Busch.
nichts hier für Efeu? Was? So, Ruhe. Gib Ruhe, Schlange. Okay, ich dachte, ich kann hier vielleicht noch Efeu ernten. Scheint wohl nicht so der Fall zu sein. Okay, aber immerhin habe ich das, was ich eigentlich wollte, bekommen. Hier kriege ich nur Stöcke raus, lohnt sich nicht. Gut, dass ich dieses Elixier noch nicht getrunken hatte. Konnte ich halt jetzt... Naja, ich habe dich schon gesehen, Brauner. Ich habe dich schon gesehen. So komplett kann ich die Schlangen nicht mitnehmen, oder? Sehr schade, ich würde mir gerne um den Hals hängen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder so ein bisschen Richtung zurück. Ich habe, was ich wollte. Von dem her bin ich happy. Nice. 8 Lianen. Aber anscheinend sind die Lianenbäume hier echt selten. Und sie werden bewacht. Okay, cool. Coolio. Oh, haben wir noch ein bisschen Place? Ja, wir haben noch ein bisschen Place. Okay, lass mal hier nochmal Hühnchen, glaube ich. Haben wir gut Fleisch gegeben, oder? Waren hier nicht noch irgendwo... Ja, Hühnchen. Bisschen Fleischvorrat organisieren. Oh, da ist er verhungert. Also, die Speere findet man nicht mehr so einfach. Wuffi wuff. Jawohl. Geil. So, ich nehme jetzt nur mal... Ach komm, scheiß drauf, wir nehmen alles mit. Okay, ich bräuchte tatsächlich noch mal einen Steinschneider. Gibt das hier noch? Wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Brauche ich schon wieder einen neuen. Kann man die reparieren, die Sachen? Baupläne. Steinspeer. Ich weiß es nicht. Könnte mir gerne mal... Ah, warte mal. Könnte es zerstören? Ach, das kostet Zeit. Nein. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier nochmal schnell Schnibbelwerkzeug. Das Fleisch nehmen wir noch mit jetzt hier. Der Rest ist erstmal egal. Ich meine, die kommen immer wieder. Die kann man immer wiederholen. Oh, jetzt erstmal Futter. Können wir jetzt dann noch schön brutzeln? Ist die Folge zu Ende. Wo ist denn das zweite Huhn hin? Ja, Moskito. I don't like. Wo ist das zweite Hühnchen? Ich hab's aus den Augen verloren. Egal. Ein Brockenfleisch haben wir. Einen dummen Sau haben wir auch noch ein bisschen was. Zwei Brocken. Ah, da ist noch ein Hühnchen. Jawohl. Got it. Ah, nimm beides mit. Geil. Ab nach Hause. Dann machen wir eine Pause. Ach Leute, ist das nicht schön? Guckt euch das mal an. Welch schöner Sonnenuntergang, oder? Absolut malerisch. Oh mein Gott, was würde ich jetzt dafür geben, vor Ort zu sein, mir das anschauen zu können? Vorbei. Das geht aber schnell, du. Sonne geht schnell unter.
Ach, das gönnen wir uns jetzt noch, oder? Das ist doch wunderschön. Aber es ist tatsächlich super schnell vorbei, und zwar jetzt. Na toll. Kurz mal innegehalten, Frieden gesucht, gefunden, und jetzt geht's wieder zurück. Depp, 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 ich bin so happy, ich habe Lianen. Kann endlich diesen Unterstand bauen. Richtig geil, Leute. Richtig geil. Allerdings machen wir den erst in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist jetzt zu Ende. Alles klar, Leute. Da würde ich mal sagen, bedanke ich mich jetzt erstmal an dieser Stelle bei euch da draußen fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir den Daumen da lasst oder einen Kommentar verfasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und entspannten Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.